jetzt ist die große Chance für Gabriel Clemens, diesen Schritt zu setzen. Doppel 16, Matchstart. Ja, ja, der ist es. Come on. Der ist es. Gabriel Clemens. Jawohl. Bezwingt den Weltmeister Peter Wright mit 4:3 in den Sätzen. Er steht im Achtelfinale der World Darts Championship und das als erster Deutscher in der Geschichte. Wahnsinn. Und wir waren alle live dabei. Oh, da hat er mit den Tränen zu kämpfen. Mein lieber Mann. Ja, Wahnsinn. 86. Got into those positions. Consistent scoring. Getting himself into a manageable target. Well, bullseye. For game, the match. Shot. And that just sums up Gabriel Clemens' evening. Clemens. In a nutshell. Strayed the wrong side. And Clemens steps in again. Gabriel Clemens. And who? Gabriel, you're required. Nice approach from Westy. But it could be too little too late. Finds the 777 for 18. And Gabriel Clemens wraps it up with a very neat and tidy 15 darter. Der im zweiten Satz nicht gut reinkam. Espinel führte schnell mit 2-0, aber dann trotzdem nochmal sich rankämpfen konnte. Hier trifft er das Bullseye. Um 85 Punkte die Matchstarts für Gabriel Clemens. Doppel 10. Der ist weit weg. Nimmt sich die Zeit. Durchatmen, cool bleiben und am allerliebsten rein damit. Und genau das macht er. Gabriel Clemens. Er schreibt so ein ganz, ganz kleines Kapitel deutsche. A giant of the German game and the world game. And he's one of the best players to watch. Yeah, oh, shot the first really leg. Gabriel Clemens. 12-yard break. Second leg. Pins that top. So we saw Stefan Seatman and we didn't know how grand his designs were in this sport. Gabriel hits his second 170. About the fact that no ticket sales would be allowed at the door as per local regulations, so people who had existing tickets he admits himself the whole time when people have been saying, oh, you're the best German player already, don't worry about the rankings, look at what you've been doing. 108. And certainly he's doing things at my own pace, and I admire that a lot. All Gabriel needs to do is keep getting better. Yeah, and he's getting better in this game because it is another. And just keep on getting better, then you can fashion opportunities to do big things. And Gabriel Clemens, I believe, can do big things in this game. 145. Because he's got the ingredients. Gabriel Clemens, match darts incoming. And he will get two. Game and shot. He only needs and one. It's a 14 darter. Very, very impressed. Find the combo. 81. Bullseye. Yeah. Oh, that's big, he's packing it now. Well, how ironic, he missed two darts at double eight, and actually missed four darts at double eight. The world has been taken from him. It's cost him a fortune. Oh, well, you know, I mean, apart from the financial implications. Yeah, financial implications are huge. Yeah, probably more than what he got from winning it. Flying him with the. Remember once having one in Korea, which woke up feeling as though I'd been mugged. And he would be disappointed 80. After dart one to only find two single 20s. How much of that tops can he see? That's the danger. Well, the way he's shuffling around on the hockey suggests not a great deal. Well, his darts sit up a lot, don't they? Oh, wow, what a dart. Gabriel, you can terminate this one today. We might see another. It's perfect for a start. Hello. 126. Well, that could have been a game changer, John. Shakes his head a little. Going to be letting his opponents off the hook. He forces Clemens to go 12 bull or treble for double 13. And that's what he gets, a combination shot. On the schaut sie jetzt Konzentration ja, hier. Ja, ich versuch's jetzt doch. Gibt's einen Rüffel. Na gut. 122, genau da ist er rein. Noch ein.
Jawohl, für die Doppel-7. Dann wäre es eine tolle Antwort. Das ist eine Wahnsinnsantwort. Cullen checkt 124 zum Break. Clemens checkt 122 zum Rebreak. Sei doch nicht so aufgeregt. Doch. Ich habe das gesehen. Doch, schau mal. Ja, er nickt das auch ab. Zweiten Leck. Also, vielleicht noch nicht ganz so viele Triple-Treffer, aber natürlich Wahnsinns-Checkouts. Jetzt müssen wir und sehen, jetzt mal gucken, 89. Und wieder ist das Triple da. Jetzt sind die Triple wichtig. Komm. Dadurch hat er zwei Darts. Jetzt auch noch einen auf der Doppel-8. Ja, 2-1. Clemens ist der ist auf der Tour. Der hat ja gleich schon in seinem ersten Jahr 2018 auch Finals erreicht. Aber jetzt ist er auch bei allen Großen dabei. Hat sich durch das Qualifikationsturnier hier auch hingebracht. Das ist die erste 180. Genau, und das ist die 112. Und er wird selbstbewusst sein, was das Checken angeht. Das Doppel hat er so 18. gut gemacht. Ja, Doppel 18 trifft er auch. Come on! Nach der 102. 12 Punkte Rest für Cullen. Matchstart. Ja. Jawohl, Gaga. Klasse. Und das auch gleich mit dem ersten. Klasse. Weil er gleich so unter Druck kriegt, dass er hier so einen abbrüllt, weil er eine ganze 40 checkt. Also gute Zeichen für Gaga. Genau das. Schokolade. Und wieder ist er drin im Triple. Und nochmal. Also 125 haben wir bislang noch nicht gesehen. Hier beim Grand Slam of Darts. Noch einen da rein. Aber er wird wahrscheinlich gar nicht auf Bullseye gehen, vermute ich mal. Er ist ja Profi. Denn Hand ist nicht im Finish. Summer, Autumn and Winter Series. More so than I would have usually done. But you mean you wouldn't be watching if you weren't involved? Wouldn't have seen as much. How rude. I saw much of that. Well, no certainty that this will go. Okay, I give up. Well, that's what's known as a Cullen. But to now, because we're not quite at the finish yet. Oh, what a stop from Clemens. Die Aufnahme hier wieder von White steht jetzt auf Tops. 97 muss jetzt rausgenommen werden. Guter erster Dart, zwei auf Doppel 20. Ja! Hin und wieder eben auch nicht verzeiht. Und der Hinweis für euch natürlich, das Buch zum Doppelpass. 25 Jahre Kultsendung, überall im Buchhandel erhältlich. Erster 120 nochmal auf Ian White. Triple 18. Triple 18. Bullseye. Start. Bullseye! Ja! 124 zum 2. Die Nervosität so ein bisschen anzusehen. Er streut noch ein bisschen. Ja, er will mehr unbedingt. Und dann schiebt er so ein bisschen. Aber das ist das erste Leck. Also noch kein großes Drama. 100er Finish würde Clemens auf jeden Fall Ruhe geben. Ja, schön. Er weiß, funktioniert. Alles klar. Natürlich. Prost. Erste 180 für den German Giants. Eli Pelli Flieger hat ihn genervt. 14 Doppel 16. Break und diesen Satz holt sich Gabriel Clemens. Den hätte richtig Dampf in diesem Anwurf Leck. Das ist jetzt vielleicht mal so ein Leck, wie er sich das vorstellt. Könnte ein Elf-Data werden. Ist ein Elf-Data. Brillant gespielt. Perfekt gespielt. Diese 40 Punkte Rest stellt sich kurz. Das heißt, es muss was Großes her. Er braucht die Triple 19. Ja. Die hat er für die Doppel 16. Oh. Und das sind jetzt natürlich Momente, die diese Partie entscheiden können. In einem Turnier-Average von 112 stand. Von 112. Ich habe mich nicht versprochen. Doppel 12, klasse, gecheckt. Und Nico Kurz bei seinem eigenen. So, und Gabriel Clemens, nach Nico Kurz, holt sich das Break und kommt mit der 180 rein. Okay, jetzt lassen Sie es mal richtig krachen. Macht ruhig so weiter. Du denkst, du willst schon immer schreien, yes und no und yes und no. Und sechster Matchstart für Clemens, Doppel 16. Ja, und der ist es. Am Ende ein 3:1 für Gabriel Clemens. Und jetzt sieht man es auch. Das ist dann genau dieser Bereich, den Clemens nutzen muss. 94 Punkte, zwei Dart Finish. Die müssen alle sehr nacheinander gut abgeräumt starker werden. Starker erster da, Doppel 20. Da checkt er 94 Junge. Punkte. Das erste Leck geht nach. Bringt dir immer wieder nochmal eine Chance, das hier zu kitten. 15 Doppel 16. Ach komm, mach es jetzt. Ja, jawohl. Da ist der Satz.
Das 1:1 aus der Sicht von Gabriel Clemens. Weit weg, René. Der bekommt sehr, sehr viele Möglichkeiten hier, der Gaga. Und diese Phase muss Clemens nutzen. Wenn er Peter Wright schlagen Doppel will, 16. muss er sich jetzt auch diesen Satz holen. Und das macht er. Das ist die 2:1. Ist schon wieder nicht drin. So, und jetzt kann Clemens ihm zeigen, dass es besser geht. Doppel der erste 12. sitzt. Und der zweite sitzt auch. 11 Data hier. Ist da. Jetzt der Übergang 204. in den Finish-Bereich und da sind die zwei großen Triple und da ist die 180. Dritte 180 von Clemens. Ah, das ist wahr, wunderbar. Der bounced ihm raus, egal, komm. 120 Punkte, 241 ist damit 41 Punkte. Er gewinnt das Match zwar nicht, weil er 6 Match-Starts nicht checken kann, aber das war mal wieder so eine Phase. Da komm, oh, hol dir das Momentum 12. zurück. Ja. Come on! Da ist die 144. Das ist dieses Momentum, diese kleine, diese große Aktion, die er braucht, um das Spiel wieder auf seine Seite zu mitnehmen. Schön einpacken und mit nach Saarwellingen nehmen. Und Doppel 12. Doppel 12. Hat er eben getroffen. Doppel 6. Come on, Junge. Ja, 2:2. Und er ist ja keiner mit den ganz großen Gesten auf der Bühne. Aber so eine Faust wie gerade. Und hast du es gesehen? Er macht es genau richtig. Er lässt diesen Moment mal ein bisschen stehen. Geht erst zum Tisch, trinkt einen Schluck. Die Chance, um hier mit 3:2 in den Sätzen in Führung zu gehen. Oh ja, der erste steckt. Doppel 6. Oh ja, Doppel 6. Settert. Ja, yeah, come on. Er checkt 126. Das ist dieser Moment, den er braucht. Zwei High-Finishes in diesem fünften Satz von Gabriel Clemens. Und jetzt fängt Peter Wright an zu denken. 83 Punkte von Snakebite. Das ist kein Finish für ihn. Gabriel Clemens bekommt also zwei Aufnahmen Zeit für 201 Punkte. Und das macht er gut. Er startet oh, perfekt hier 177 Punkte. 177 schon abgeräumt. Hat er schon gelöscht. Schade, die Aufnahme davor ist zu dünn. Hat ihm das denn keiner gesagt? Und der baut ihn wieder raus. Aber ich glaube, der war auch in der Triple 20, also besser. Drei Darts für 8 Punkte. Der Eidams versteckt sich unterm Tisch. Was ist denn das für ein Spiel? Ja, wenn es hilft. Doppel 4. Doppel 2. Komm, Junge. Ja. Jawohl, come on. Ein Leck noch. Ein Leck noch für Tag. Aber 131, das ist noch ein Brett. Absolut, also, schauen wir auf die 164. Oh ja, jawohl, Triple 18. Rest. Ja, Bullseye. Das ist der Matchstart für Gabriel Clemens. 38 Punkte Rest. 6 oder 10. Und jetzt ist es die große Chance für Gabriel Clemens, diesen Schritt zu setzen. Doppel 16, Matchstart. Ja, ja, der ist es. Come on. Der ist es. Gabriel Clemens. Jawohl. Bezwingt den Weltmeister Peter Wright. Mit 4:3 in den Sätzen. Das Triple-Doppel-Leck gewinnt. Bitte gerne. 50 Rest. 18 für Doppel 16. Einen Dart. Ja, und sehr schön. Sehr schön. Einfach ruhig und konzentriert so weitermachen, Gaga Luptus. Finde ich toll. Macht er gut. Gibt nicht viele Matches. In 20, aber jetzt wollen wir erstmal Gaga beim Angeln beobachten. Geht ja. Der Big Fish auf seinen Köder. Come on, Bullseye. No. Ja, dieser große. Das ist die 9 für die Doppel 8 zum 1:1 in den Sätzen. Doppel 4. Komm, hau ihn rein in die Doppel 4. Ja, ein so wichtiger Dart für ihn. Jetzt geht der Blick nochmal runter zu Lisa. Genau, weil eigentlich stottert sein Motor immer noch. Kann es viel besser. 17. Tops fürs 2:2. Wichtiger Dart, weil 124 ist eine gefährliche Position, in der Ratajski da sitzt. Ja, schön. Das ist gut. Jetzt auch mal mit dem ersten Klasse. Dart. Und Ratajski ist einmal richtig steil gegangen, auch während einer Partie, damals im Match gegen Gerben Price. Mhm. Das war noch so die Anfangszeit von Price, als alle überrascht waren, wie laut der Kerl ist. Da ist auch Ratajski an seine Grenzen gekommen und da hat er ein bisschen dagegen. Ruhig, Shorty. Okay. Doppel 12. Was denn? Doppel 12. Doppel 6. Ja! Und damit geht Satz 4 an Gabriel Clemens. Vielleicht aus zum
170. Triple 20, Triple 20, Bullseye. Ja, komm, und jetzt hau ihn doch einfach mal da in den roten Knopf. 145. Schade. Déjà-vu haben wir denn hier? 72. Come on, Gaga. Schnapp dir die 72. Wir haben es heute schon mal gesehen. Sehr Doppel 12. Erster Dart und Doppel 6. Mach ihn bitte rein in die Doppel 6. Ja! Ja, das 3-3. Cool geblieben. Ja, Clemens ist cool geblieben. Wir sind im Entscheidungssatz. Gerben Price gestern im letzten Leck der Partie auch 72 Punkte Reska. Clemens vielleicht mit noch 136 jetzt für ein Finish. Er muss so überlegen. Jetzt geht er mal runter über die 19, die viel, viel besser funktioniert. Wunderschön. Oh, Bullseye noch besser. Herrlich. Komm, Gaga. Nochmal. Egal. Nochmal rein da. Ab da. Ja, ja, noch rein. Komm. Ja, klasse. Nochmal. Es gibt zwei weitere Matchstarts. Ratajski ist auch fix und fertig. Ein so wichtiges Match für beide. Schöne Geste, schöner Moment. Gabriel Clemens zeigt sich hier als großer Verlierer in seinem wichtigsten Match.